Ich bin Stoiker, beziehungsweise Stoikerin, um es genau zu sagen. Cool. Das sind die Leute, die immer so voll die Ruhe weg haben, die überhaupt gar nicht aufregt, wie was auch immer kommen möge. Also das könnte mich schon wieder so richtig aufregen, wa? Wenn man sich eben nüchte wehrt. So eine richtige Waschlappen-Mentalität. Na, na, da wäre ich vorsichtig. Einer dieser Kliantes, der ist Berufsboxer gewesen und war absolut kein Waschlappen. Cool. Du als Frauenboxerin. Aber deshalb wirst du noch lange nicht zur Philosophin. Du, der Kliantes, der war damals so eine Art Dr. Klitschko. Der boxte und schrieb nebenbei ganz gewaltige philosophische Sachen. Eine Hymne auf Gottvater Zeus zum Beispiel, von wegen vorbestimmtes Schicksal und dass man es annehmen soll. So, Bert Pittwesen. Ernie und Bert, Sesamstraße, oder? Brett Pitt, Troja-mäßig meine ich. Mit dicken Muskeln und einen flotten Sprüchen immer drauf, wa? Aber, was sagst du denn jetzt? Wenn alles sowieso vorherbestimmt ist, dann bräuchte man sich doch ja nicht mehr als Boxer betätigen und anzustrengen. Da kann ich mich ja ruhig in eine Seile hängen und abwarten, bis der Klitschko oder wer auch immer da steht, ganz alleine K.O. geht, wenn es halt vorbestimmt ist, oder? Das natürlich nicht. Und überhaupt, ein Boxer, der Gedichte und Hymnen schreibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest wenn ich an die heutigen denke, wa? Dass die dichten. Ich schwör's dir, der Kliantes, der war wirklich cool. Der konnte das und ich könnte das auch, wenn ich wollte. Hatten Boxen? philosophieren. So ganz stur. Stoisch. Stoische Ruhe. Ja, voll den Durchblick. Lässig, locker. Auch das, ja? Hatten's voll drauf, die alten Griechen. Sag ich doch.